Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute, hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, und wir spielen Minecraft, die PlayStation 4 Edition. Und wir sind heute oder jetzt gerade noch leider alleine. Aber das ist kein Problem. Nicht wundern, ich hatte letztens friedlich gespielt und habe da mal ein bisschen was in Ruhe gemacht, mal ein bisschen was in Ruhe gebaut. Wie gesagt, ich mache ja nicht viel offscreen, aber ab und zu mal muss das ein bisschen sein, denn das wäre einfach viel zu langwierig, gewisse Dinge im Let's Play zu machen. Und im Grunde genommen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ihr gesehen habt. Ich glaube, dass mit den Zeug anpflanzen, weiß ich nicht, mit dem Zuckerrohr. Hier ist übrigens nochmal das Haus von der Isabelle, die dann nachher in der Aufnahme wieder dabei sein wird. Wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme. Hier ist irgendwo was. Da ist eine Spinne auf dem Dach. Na, komm mal runter. So, die dann nachher in der Aufnahme, wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder dabei sein wird. Und wir schauen uns mal kurz um, ob hier irgendwelche Creeper sind oder sowas. Wo ist sie denn? So. Denn wir wollen ja nicht, dass sie uns hier irgendwas kaputt machen. So, nicht wundern, das, ja, ist halt so. Hier ist unser Pferdestall, der natürlich vollautomatisch die Tore betreibt. Die ganzen Verkabelungen liegen hier unter den Cobblestones oder unter den, wie heißen die, Stufen halt. Ja, hier hat der Michi schon mal angefangen, sozusagen, wie sagt man denn, ein Beispiel zu bauen für eine richtige Mauer, die dann demnächst irgendwann kommen wird, und die wird sich dann hier so lang ziehen und auch komplett hier durchziehen wird. Entschuldigung, ich muss mal kurz das Handy leiser drehen, ich vergesse das immer vor der Aufnahme. So, ich bin wieder da. Ja, die Mauer wird sich dann hier komplett langziehen und auch komplett um das Baumhaus links herum gehen. Hier dann links herum. Jetzt habe ich mich erschrocken. Noch ein Zombie. Holen wir uns auch noch schnell. So. Wir sind mittlerweile Level 29, ab Level 30 sind wir eigentlich so weit, dass wir uns jede Art von Verzauberung machen können, weil ich glaube, höher als Level 30 Verzauberung, also so irgendwie so war das, geht nicht. Also ab Level 30 hat man alles an Verzauberung und so. Ja, wie gesagt, die Mauer wird sich dann hier links herumziehen, um den Baum, und wird dann der Seite hier hinter dem Haus lang gehen. Und dann hier rum. Und dann wäre dieses ganze Areal eingeschlossen komplett. So, ich habe übrigens, möchte ich euch mal zeigen, eine Kiste angebracht. Brot für die Welt. Und da möchte ich gerne Brot drinne sammeln. Hört sich ein bisschen eigenartig an. Aber ich fand es ein bisschen lustig. Und es ist ja auch, sag ich mal, wirklich
ein ziemlich ernstzunehmendes Thema. Denn es gibt halt wirklich viele Menschen, die nichts zu essen haben. Und da rede ich jetzt, ich bin einer, ich rede erst vom eigenen Land und dann von fremden Ländern, denn es gibt auch genug Leute in Deutschland, die nichts zu essen haben. Und ja, den Leuten wäre schon mit einem Laib Brot auf jeden Fall ein paar Tage geholfen. Wisst ihr, was ich meine? Andere, die regen sich auf, wenn keine Nutella im Kühlschrank ist oder was weiß ich. Ist jetzt halt ein Beispiel, ich will jetzt keine Werbung für Nutella machen. Mal angenommen, zum Beispiel auch Marmelade oder was weiß ich, dass was Bestimmtes halt nicht im Kühlschrank kam. Viele regen sich auch auf, wenn die Mutti zum Beispiel, was weiß ich, keine Süßigkeiten einkauft. Es gibt Menschen, die würden sich freuen, wenn sie überhaupt ein Laib Brot in der Hand hätten, mal in der Woche. Also wollte ich das mal kurz angesprochen haben. Und ja, vielleicht, wenn ich irgendwann mal eine größere Reichweite habe, wirklich von, keine Ahnung, 1000 oder 5000 Leuten und Abonnenten, werde ich wahrscheinlich so, ich sage jetzt mal nicht mal Challenges, aber so Marathone, so Spendenmarathone starten, wo die Leute mir dann vielleicht immer so, jeder mir zum Beispiel ein Laib Brot zuschicken kann und ich werde dann also in meinem Falle dann nach Leipzig fahren, dort rumlaufen und bedürftigen Leuten halt das Zeug dann schenken und werde das dann auch alles aufnehmen. Weil ich habe ja schon mal gesagt in meinem Vorstellungsvideo, dass ich viel machen möchte und was anderes ist zum Beispiel auch, dass ich mir überlegt habe, das werde ich dann nennen Let's Try. Und ich werde mir dann einfach mal ein paar Dinge um mal raussuchen, was ich versuchen möchte. Also was ich gerne mal probieren möchte. Das erste, was ich machen werde, ist ein Let's Try Tätowieren. Also mein großer Bruder ist ja Tätowierer. Ziemlich angesehener sogar. Und da werde ich einfach den ganzen Tag mal dabei sein, wie und was er da macht, werde das filmen und werde dann vielleicht sogar mal ein kleines Stück tätowieren dürfen. Dann ist ja nicht so, dass ich es nicht schon mal gemacht hätte. Also ich durfte schon mal etwas ausmalen an jemanden. Aber ich glaube, das wäre auch interessanter Content, so wenn man einfach mal immer mal zu den Leuten geht so und was weiß ich, dass ich dann halt zum Beispiel in meinem Dörfchen, wo ich jetzt zum Beispiel lebe, gibt es ja auch zwei Märkte, wo ich jetzt auch keine Namen nenne, ist ja scheißegal. Wo ich dann zum Beispiel einfach mal anfrage, ob ich da nicht einen Tag kostenlos arbeiten darf und aber das dabei filmen darf. Sozusagen Let's Try, wie nennt man das? Lageristik oder Lagerist oder Sortierer im Supermarkt zum Beispiel oder keine Ahnung, Let's Try Bauernarbeit und sowas halt. Pipapo, ich habe ja, ich kenne ziemlich viele Leute, die ziemlich viele verschiedene Sachen machen. Und ich glaube, das wäre ganz interessant. Ja, sorry, dass ich jetzt hier immer nur hin und her laufe. So seht ihr aber ein bisschen was, während ich laber, denn ich weiß auch gerade noch nicht, was ich machen möchte. Ich wollte halt die Folge mal ein bisschen was erzählen, denn das fällt ja immer, sag mal, ziemlich flach, gerade wenn ich jetzt in einer Party bin mit den anderen und ich ja die Party leider nicht aufnehmen kann und ihr nur mich hört, dann kommt das immer so rüber, als hätte ich nichts zu erzählen. Das ist leider nicht so, Leute. Ich kann genug erzählen. Aber das ist halt dann immer ein bisschen komisch, wenn man Leute in der Party hat und dann denen zuhören muss und denen antworten muss und kann halt denen nebenbei nichts weiter zu dem Spiel erzählen. Ja, was noch? Ich werde mehrere Dinge auf jeden Fall starten. Ich werde auf jeden Fall auch Unboxings machen. Und ich möchte euch wirklich bitten, denn ich möchte meine Reichweite wirklich weit aufbauen und das nicht nur zu meinen eigenen Nutzen, denn ich möchte die Leute unterhalten, ich möchte euch unterhalten
mit interessanten Sachen und möchte, was mir am wichtigsten ist, ist nicht die Abonnentenzahl oder die Likes. Mir ist es am wichtigsten, dass ihr mir schreibt, wie euch das gefällt, was ich vorhabe und was ihr denn gerne sehen möchtet zum Beispiel. Also mal angenommen, ich mache das erste Let's Try dann jetzt, das kommt jetzt auch bald. Ich muss mal sehen, wie ich das dann plane und wann ich das mache. Da das ja meine eigene Familie ist, ist das nicht so das Problem, dass ich dann einfach sage, hier, hast du morgen Termine, er hat ja fast jeden Tag Termine, auch am Wochenende, kann ich da dann langkommen, kann das mit filmen, ich habe ihn ja schon gefragt, das ist kein Problem, und frage ihn dann halt einfach, kann ich morgen langkommen, und dann mache ich das. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Mir ist es halt dann wichtig, wenn das erste Let's Try rauskommt, dass sie mir dann schreibt, na, wie sieht's denn aus, hast du das und das in deiner Nähe? Könntest du denn nicht das mal machen? Oder meinetwegen, ihr schreibt, lass mich mal was Ausgefallenes überlegen. Ihr schreibt, könntest du mal zum Beispiel in einem Brillenladen arbeiten? Das würde mich interessieren. Oder könntest du mal in einem Computerfachgeschäft arbeiten für einen Tag? Let's try Computertechniker zum Beispiel. Dann schreib mir das bitte. Denn ich möchte ja, ich sag mal so, ich bin nicht einfallslos. Aber es ist ja nicht so, dass alles, was mich interessiert, auch jeden anderen interessiert. Und daher gehe ich lieber auf euch mit ein. Und mache das, was ihr sehen möchtet, als einfach so sinnlos anzufangen. So viel dazu. Also ich würde echt gerne, dass ihr echt Kontakt haltet und mir immer schreibt. Und das Wichtigste halt daran ist, teilt mein Video bitte. Also spezifisch, ich rede jetzt spezifisch nur von diesem Video. Ich rede nicht davon, dass ihr jedes Video von mir teilen sollt. Das ist mir egal. Mir geht's darum, dass ihr dieses Video jetzt hier, was informativ ist, zu meinem Kanal und ich denke auch interessant, dass ihr das teilt, dass ihr das euren Freunden zeigt und sagt, hier, guckt euch doch mal den Typen an, der scheint ganz interessant zu sein, der will so ein paar Dinge starten. Eins davon wird dann wahrscheinlich auch musizieren sein, weil Musik machen kann ich aber schon, das ist ja nicht das Problem. Aber vielleicht mal ein paar Instrumente, die ich zum Beispiel noch nicht kann. Ich in diesem Falle spiele Keyboard, Klavier und ich habe angefangen Gitarre zu lernen. Aber ihr könnt mir dann zum Beispiel auch mal schreiben, probiert doch mal Xylophon oder probiert doch mal Schlagzeug zum Beispiel, das kann ich noch nicht so gut. Und so weiter und so fort. Natürlich gilt dasselbe auch bei Spielen. Versucht doch mal das Spiel zu spielen. Ich werde dann auch, gerade was Neuerscheinungen betrifft, wenn es mir natürlich möglich ist, also wenn jetzt natürlich Leute schreiben hier, hol dir das und das und hol dir das und das und ich komme da auf 10 Spiele, dann kann ich natürlich nur, was weiß ich, wahrscheinlich nur 2 oder 3 davon auswählen, je nachdem, was ich dann für eins kaufe, weil ich möchte ja den Leuten auch was präsentieren, das wird auch in dem Fall bei Final Fantasy so sein. Da habe ich die Deluxe Edition bestellt, werde dazu ein Unboxing machen und natürlich dann das Let's Play. Davor freue ich mich am meisten, denn ich liebe das Spiel, ich liebe Final Fantasy und da könnt ihr euch drauf freuen und ihr könnt mir dann halt zum Beispiel schreiben, meinetwegen, was kommt denn raus? Das kommt zwar wahrscheinlich erst 2017, 2018, aber Days Gone? Ich glaube, es heißt Days Gone. Das ist ein Zombie-Spiel. Dass sie mir dann schreibt, würdest du das bitte spielen? Und ich bestell's mir dann natürlich vor, dass es auch direkt da ist zum Release und werde dann auch immer so Spezialboxen bestellen. Das war so viel dazu auf jeden Fall. Und na, ist doch mal. Was werde ich noch machen? So ein paar kleine Videos, wie es hier bei mir aussieht und so.
Also, ich ziehe demnächst um, also bevor ich nicht umgezogen bin, wird das nicht passieren. Aber ich ziehe bald demnächst um in einen anderen Wohnblock. Das ist nicht weit von hier jetzt weg. Es sind eigentlich bloß ein paar Blöcke weiter. Aber die Wohnung ist größer und ja, da habe ich auch einen Balkon und sowas. Ja, und mehr Platz auf jeden Fall. Ich werde zeigen, ich habe jetzt vor kurzem so ein Comic Art von einem Kumpel bestellt. Der hat eine Art Galerie sozusagen, also so eine kleine Kunstgalerie. Und da lasse ich mir speziell für den Kanal hier was anfertigen von ihm. Ein Bild, was dann in A2 sein wird. Kostet mich auch 100 Euro, habe ich, aber der Typ hat es echt drauf. Und das werde ich dann auch zeigen, zum Beispiel in einem kleinen Video. Ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, fällt mir gerade nicht mehr ein, was sonst noch ist. Also ich werde stetig daran arbeiten, den Kanal aufzubauen und immer etwas Neues zu zeigen. Immer irgendwas Schönes oder was gerade so passiert. So, ich möchte euch mal was anderes zeigen jetzt. Genug gelabert. Ich habe hier offscreen. Ich glaube, das war offscreen. Ich weiß es gar nicht. Oder war das mit euch zusammen? Habe ich ja angefangen zu bauen. Bücherregale und den Zaubertisch. Der auch so gut wie fertig ist. Ich glaube, hier fehlen nur noch sechs Dinger. Sechs Bücherregale. Ich glaube, dann ist er vollständig. Also dann sollte das, glaube ich, reichen. Ich glaube, mehr als 27 oder so war das irgendwie in der Drehe. Kann man nicht haben. So. Ja, habe ich euch zugekaut bis zum Getno. Oh Gott. Wieso spawnt da ein Creeper? Ist es da zu dunkel? Hier scheint es wirklich zu dunkel zu sein teilweise. Da müssen wir auch dann irgendwann mal was dran ändern. Ich gehe mal kurz schlafen. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den ganzen Zeugs haltet. Wie ihr das findet, was ich euch jetzt erzählt habe. Und ja, teilt bitte dieses Video. Das wäre mir echt wichtig. Also wirklich nur spezifisch dieses Video. Das ist mir wichtig. Denn ich möchte natürlich auch eine gewisse Reichweite haben, was das betrifft, dass es auch natürlich viele Leute sehen und natürlich auch noch andere daran Spaß haben können. So, jetzt haben wir natürlich nicht mal viel Zeit. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. 18 Minuten 42. Wir hätten jetzt noch 12 Minuten. Ich könnte in den 12 Minuten mal die Mauer reparieren. Das werde ich jetzt auch mal machen. Kleine Reparaturarbeiten vornehmen. Denn da war ein bisschen was, was weggesprengt wurde. So. Hier nehmen wir die Mauer mit. Ja, und wir waren offscreen nach Diamantengraben. Nochmal so nebenbei, die brauchten wir für den Zaubertisch. Ansonsten haben wir nichts weiter gemacht. Ja, das war es soweit, was wir gemacht hatten. So. Mehr sollten wir nicht brauchen für da oben. Ich rede ja, das ist noch eine andere Stelle, wo Schaden entstanden ist. Ihr wisst es vielleicht noch, ich weiß nicht mehr in welche Folge, da ich wirklich, ich müsste jetzt normalerweise diese Folge gar nicht aufnehmen, denn ich habe noch, keine Ahnung, 25, also zwischen 20 und 25 Folgen Material übrig, da ich
angefangen hatte zu produzieren mit den Folgen und sie erst 3 oder 4 Tage später hochgestellt hatte. Deswegen könnte ich jetzt normalerweise, keine Ahnung, 2 Wochen Pause machen, könnte irgendwas anderes spielen, aber es gibt nichts, was ich zurzeit spielen möchte. Normalerweise müsste ich noch Lords of the Fallen spielen, aber ich bin zurzeit irgendwie auf den Minecraft-Trip. Ich bin auch ganz ehrlich, ich spiele das wirklich seitdem ich aufnehme, das erste Mal richtig. Und ja, hab mich da irgendwie festgefressen an dem Spiel. So, wir tun mal das hier rein. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Dann gehen wir mal diese Schäden reparieren. Natürlich muss ich noch einige Sachen lernen in Minecraft, was das Bauen betrifft, denn es gibt einige Sachen, die könnten schöner sein. So, ich sollte mir mal eine Hacke ausrüsten. So. Da sollte das wieder passen. So, das war das. Und das zweite ist hier. Das hat mir auch so ein Kack-Creeper weggesprengt. Ja, und wir haben doch was vergessen, und zwar Erde. Ach, der Zaun war hier, genau. Okay. Da ist eine Kuh drin. So. Damit das auch gleichmäßig aussieht. So hätten wir das auch. Jetzt holen wir uns noch mal ein bisschen Erde. Füllen wir das Loch wieder auf und dann hätten wir das. Ja, ich möchte mir mal überlegen, was ich dann in den nächsten Folgen zeigen will. Also entweder anfangen mit dem Leuchtturm, bloß da habe ich noch keinen richtigen Plan, wie ich das machen soll. Oder die andere Variante wäre, dass ich mir endlich mal ein Haus baue. Ein richtiges Haus, also nicht hier oben auf dem Baumhaus ein Haus zu bauen. Ein Bauernhaus. Das labern wir mal wieder ein. Sondern wirklich so ein richtiges Haus, wie die Isabelle hat, die Soccer-P und der Michi. So, dass wir das erstmal auch hinter uns haben. Das wäre schon mal von Vorteil. So, die Spitzhacke nehme ich mal raus. Und die Schippe, vielleicht brauchen wir sie ja. So, Erde nehmen wir mit. Und bei Gelegenheit machen wir gleich mal diesen hier. So. Ich habe gerade einen Zombie gehört. Ach, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ja, ja, das ist hier, und zwar ist hier unter dem ganzen Erdreich eigentlich ein Riesenloch und eine Höhle. Und da werden die wahrscheinlich drunter sitzen. Da wir das ja alles errichtet haben hier,
Und das Erdreich aufgefüllt haben, ist natürlich darunter ein Riesenloch. Also wundert euch nicht. So, machen wir das mal wieder zu hier. Ja. Was ich, siehst du, mir fällt gerade was ein, was ich machen wollte. Auf jeden Fall mal jetzt machen wollte. In den Folgen. Und zwar wollte ich mal eine Angel bauen und einfach mal ein bisschen fischen gehen. Das fand ich ganz interessant. Was ich jetzt in dem Falle nicht weiß, kann man nur am Wegesrand fischen, also wenn man sich auf die ja, ans Ufer stellt. Oder geht das auch in Kombination, wenn man sich in ein Boot setzt und dann angelt? Ist das auch möglich? Das weiß ich natürlich in dem Falle jetzt nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir auf jeden Fall das Boot mitnehmen. So, das brauchen wir jetzt wieder nicht mehr. So. Und dann gucken wir mal, für eine Angel brauchen wir, glaube ich, bloß so einen Stock und Strick. Genau. Drei Stock und zwei Strick. So, Stöcke könnten wir noch haben. Ja. Die nehmen wir mal. Und Strick haben wir auf jeden Fall auch. Da werde ich bei der Gelegenheit gleich mal mehrere Angeln bauen. Denn ich denke, die anderen wollen ja auch mal ein bisschen angeln. So. Das sollte reichen. Zack. So. Dann können wir den Rest auch wieder reintun. Und Werkzeuge. Da tun wir die Angeln rein. Wir behalten natürlich drei Stück für uns. Ich denke, das sollte reichen. Ich weiß nicht, wie schnell die kaputt gehen. Ob die ziemlich schnell in den Arsch gehen oder ob die nicht so schnell in den Arsch gehen. Das weiß ich jetzt auch nicht. So. Ja. Entschuldigung. So, und da wird es auch schon wieder dunkel jetzt. Wir werden uns jetzt schlafen legen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt am Anfang viel geredet habe, aber das muss auch mal sein, dass man ein bisschen Info gibt über den Kanal und was man vorhat, vor allen Dingen. Und ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein und sagt vor allen Dingen euren Freunden Bescheid. Das wäre echt sehr nett. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ist aber keine Pflicht. Macht, wie ihr es wollt. Ich bin froh, wenn es jemand schaut. Und ich verabschiede mich mit diesen Worten. Ich schalte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Ich bin's gewesen, euer Tom Thompson. Bis zum nächsten Mal. Ciao.